Er verwendet auch hier in der Einführung, in der Einleitung, ein Wort, nämlich Al-Firqa, was hier als Gemeinschaft oder Gruppe übersetzt worden ist. Dies ist das Glaubensbekenntnis der Gemeinschaft, die Allah beschützt und unterstützt. Gemeinschaft, also Al-Firqa. Was bedeutet das Wort Al-Firqa? Das Wort Al-Firqa steht sprachlich für einen Teil vom Ganzen. Ein Teil des Ganzen nennt man Al-Firqa, eine Gruppe oder derartiges. Im Hadith lautet es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Iqra'u Zahrawaini, Al-Baqarata wa Al-Imran, fa'innahuma ta'tiyani yawma al-qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani." أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. Dieser Hadith bei Muslim überliefert. Lest die zwei leuchtenden, die strahlenden, also Suren des Koran, die Surat al-Baqarah und die Surat Ali Imran. Diese beiden werden am Tag der Auferstehung wie beschattende Wolken oder wie zwei einander gereihte Vogelschwärme auftauchen, die für ihre Leute einstehen, also für die Fürsprache. Hier in diesem Wort, laut des Hadith, kommt das Wort Ramamatan oder Rayayatan vor. Das ist ein Zweifel des Überlieferers. Er wusste nicht genau, welches dieser Worte gesagt worden ist. Und hier taucht das Wort Firqan auf, darum geht es nämlich. Firqani, das ist daher auch das Wort Firqa, das deutet auf Gruppen oder auf zwei Gruppen oder zwei Vogelschwärme. Allah Ta'ala sagt auch in Bezug auf dieses Wort Al-Firqa, das kommt auch im Koran vor, er sagt: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون. Die Gläubigen dürfen nicht alle auf einmal ausziehen. Warum rückt dann nicht aus jeder Gruppe, also aus jeder Firqa, hier kommt das Wort Firqa vor, aus jeder Gruppe, also ein Teil von ihnen, warum rückt dann nicht aus jeder Gruppe nur eine Abteilung aus, auf das sie, also die Zurückgebliebenen, in ihrem Dien lehren, also wenn sie zurückkommen. Und damit sie sich in Acht nehmen. Dieser Vers deutet auch darauf hin, dass der Talab al-Ilm ab einem bestimmten Maß zu den kollektiven Pflichten gehört und nicht für jeden Einzelnen verpflichtend ist. Es deutet auch darauf hin, dass es gar nicht möglich ist oder gar nicht verlangt wird, dass sämtliche Personen der Gemeinschaft sich dem Studium in den Islamwissenschaften widmen. Dennoch gibt es natürlich ein gewisses Mindestmaß an Kenntnis, dass jeder Einzelne auch der gemeine Muslim kennen muss. Jedenfalls verwendet Ibn Taymiyyah rahimahullah hier nicht nur das Wort Al-Firqa, er benutzt auch ein Attribut dafür. Er sagt Al-Firqa tun-Najiyah, also die errettete oder geschützte Gruppe. Al-Firqa tun-Najiyah in dieser Zusammensetzung kommt nicht in der Sunna vor, zumindest ist habe ich nichts dazu gefunden. Jedoch sind ähnliche Ausdrücke vorhanden und auch sinngemäß, also der Sinn dieser Wortzusammensetzung ist natürlich auch in der Sunna zu finden. Unter anderem heißt es in dem bekannten Hadith: افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة افترقت اليهود على إحدى Die Christen haben sich in 71 oder 72 Gruppen gespalten. Also in dieser Überlieferung, hier hat der Überlieferer
gezweifelt. Er wusste nicht, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam 71 oder 72 sagte. Die Christen haben sich in 71 oder 72 Gruppen zerspalten und die Juden ebenfalls in 71 oder 72. Und diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Das ist der Wortlaut des Hadith bei Abu Dawud in seinen As-Sunan. Im Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu. Dieser Hadith wird auch über weitere andere Überlieferungswege tradiert, mit leichten Zufügungen und Unterschieden, wie zum Beispiel in dem Bericht von dem Sahabi Auf ibn Malik, der unter anderem bei An-Nasa'i verzeichnet wurde, und auch bei Abu Dawud befindet sich ein weiterer Wortlaut im Hadith von Muawiyah. Dort lautet es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, also diese Hinzufügung, Wahidatun fil Jannah wa thintani wa sab'una fil Nar. Eine davon ist im Paradies und 72 sind im Feuer. Qila ya Rasulallah, man hum? Qala al-Jama'a. Man sagte, ja Rasulallah, wer ist denn diese eine? Er sagte, das ist die Al-Jama'a. Die Aussage, dass sie im Feuer sind, muss nicht bedeuten, dass sie für ewig darin verdammt sind, sondern dass sie nicht mit der Al-Jama'a eingangs, also anfänglich direkt in das Paradies reingehen werden. Denn nicht alle dieser Gruppierungen sind Kuffar. Abu Mansur Abdul Qahir ibn Tahir al-Tamimi, der aus dem 5. Jahrhundert stammt, hat in der Erklärung zu diesem Hadith ein Buch geschrieben und es veröffentlicht, in der er die verschiedenen Sekten und ihre Theologien erwähnte. Darin sagt er Folgendes. Er sagt zu diesem Hadith, die verschiedenen Gruppierungen, also die Ashabul Maqalat, wissen, dass er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mit den schmählichen Gruppierungen nicht jene meint, die in den Sachverhalten der Rechtslehre, also des Fiqh, den Angelegenheiten des Halal und Haram unterschiedlicher Meinung sind. Sein Tadel bezieht sich aber auf jene Gruppen, die den Rechtsgläubigen, den Ahlul Haqq, in den Fundamenten des Tawhid, den Fragen der Prädestination des Al-Qadar al-Qadar, den Voraussetzungen des Prophetentums, Shurut al-Nubuwa, und der göttlichen Botschaften, der Risalat, in der loyalen Einstellung zu den Gefährten des Propheten und ähnlichen Bereichen widersprechen. Dies, da sich die strittigen Parteien in diesen Dingen gegenseitig verbanden, also im Sinne des Takfir, im Gegensatz zu den Unstimmigkeiten in dem zuerst genannten, also im Fiqh, in dem Al-Halal und Al-Haram und in den Dingen, die die Modalitäten des praktischen Bereiches betreffen. Der Khilaf hierin ist nämlich legitim, solange er nicht definitiven und zu 100% verbürgten Texten widerspricht. Definitiv und explizit. Wenn eine Aussage oder der Khilaf eben auf Aussagen oder Texte beruft, basiert, die vielleicht definitiv sind, in ihrer Verbürgtheit, aber nicht explizit im Ausdruck, dann ist dieser Khilaf hier legitim. Genauso kann es sein, dass der Text, wie zum Beispiel in den Sunan, weder explizit im Ausdruck ist, noch zu 100% verbürgt ist, und dass es andere Texte gibt, die mit ihm in Konflikt stehen, dann ist in solchen Fällen der Ijtihad legitim. Und daher sagen die Fuqaha, das ist ein Prinzip des Fiqh, la yunqadu al-Ijtihadu bil-Ijtihad. Der Ijtihad wird nicht durch einen anderen Ijtihad aufgehoben. Oder auch sagen sie, la inkara fi masail al-Ijtihad. In den Thematiken des al-Ijtihad gibt es keinen Inkar, keine Kritik.
Und daher erwähnen die Shurrah des Hadith, in dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wer von euch Übles sieht, der soll es mit seiner Hand ändern, wenn er es kann, wenn nicht, dann mit seinem Mund, indem er dagegen spricht, wenn nicht, dann mit dem Herz, indem er diese jeweilige Tat verabscheut. Sie sagen, das bezieht sich auf Dinge, über die der Konsens herrscht, dass es nicht legitim ist oder Munkar ist. Oder die Person, die diese Tat ausführt, glaubt, dass dies verboten ist in den Thematiken des Ijtihad. Jedenfalls sagt er weiter, Abu Mansur, Abdul Qahir ibn Tahir, er sagt, in den letzten Tagen der Sahaba entstand der Disput der Qadariya, eine Gruppe, in Führung des Ma'bad al-Juhani und seinen Gefolgen. Anschließend nahm die Anzahl der irrigen Gruppen zu, bis sich 72 Gruppen ergaben. Die 73. ist die Ahlus Sunnah wal Jama'ah und sie sind die errettete Gruppe. Auch hier sehen wir das Wort al-Firqatun Najiyah. Wie man sehen kann, gibt es in diesem Hadith, den wir eben genannt haben, den Hadith der Spaltung, zwar nicht explizit das Wort al-Najiyah, die errettete oder beschützte Gruppe, aber man kann es aus dem Text folgern. Also, dass es eine errettete Gruppe gibt und das ist der Ursprung dieser Benennung. Ibn Taymiyyah benutzt noch ein weiteres Attribut, welches aber tatsächlich in der Sunna so vorkommt und vorfindbar ist. Es ist der Begriff Mansura. Das heißt, die unterstützte oder siegreiche Gruppe. Diesen Wesenszug finden wir zum Beispiel im Hadith, der bei Bukhari überliefert wird, im Hadith von Muawiyah und ebenfalls bei Muslim im Hadith von Thauban. Hierin sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, لا تزال طائفة من أمتي على الحق oder ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك oder وهم كذلك. Eine Gruppe meiner Umma wird immer siegreich, wahirin sein, siegreich auf der Wahrheit festhalten. Nicht schaden wird ihnen, wer sie im Stich lässt, bis schließlich die Angelegenheit Allah Ta'alas entschieden ist und sie sich weiterhin im gleichen Zustand befinden. Was bedeutet es, dass sie wahirin sind, siegreich? Das bedeutet, dass sie in ihren Belegen und ihrer Beweiskraft ihren Gegnern und Opponenten überlegen sind. Der Hadith könnte aber auch bedeuten, wie es in einigen Kommentaren zum Hadith lautet, dass man das Wort Zahirin nicht als siegreich übersetzt, sondern vom Zuhur im Sinne der Sichtbarkeit, dass sie sichtbar sind, erkenntlich sind, nicht verborgen sind. Das heißt, sie sind nicht unbekannt oder versteckt, sondern präsent und bekannt. Aber diese Auslegung entspricht nicht ganz dem Kontext. Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, pflegte zu sagen über diese Gruppe, in lam yakun ha'ula ahl al-hadith, fala adri man hum. Wenn diese nicht die Ahl al-Hadith sind, dann wüsste ich nicht, wer sie sind. Gleiches sagte Ali ibn al-Madini, einer der größten Shuyukh des Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah. Al-Tirmidhi schreibt in seinen Sunan, nachdem er diesen Hadith zitierte, er sagte, ich hörte Muhammad ibn Ismail sagen, dass Ali ibn al-Madini sagte, das sind die Ahlul Hadith. Muhammad ibn Ismail hier, das ist al-Bukhari. Al-Tirmidhi spricht oft über al-Bukhari in seinen Sunan und sagt, ich hörte Muhammad ibn Ismail sagen, oder Muhammad Ismail sagt, ich fragte Muhammad ibn Ismail, also al-Bukhari.
Man muss ja auch anmerken, dass mit den Ahl al-Hadith, dass mit diesem Titel nicht die Anti-Restschulen-Gruppe gemeint ist, die sich auf dem indischen Kontinent befindet. Das ist nämlich eine neuartige, neuzeitliche Gruppe. Den Ahl al-Hadith sind einfach jene Leute gemeint, die die Aqida der Ahl al-Hadith hatten. Ob sie nun Hadith-Gelehrten waren oder Fuqaha oder Sprachgelehrten oder Tafsir-Gelehrten, das ist ein anderes. Oder ob sie vom Laienvolk waren, die die Aqida der Ahl al-Hadith hatten, diese bezeichnen wir alle Ahl al-Hadith in diesem Kontext. Al-Bukhari, als er diesen Hadith zitierte, sagte er in dem Kapitel Hum Ahlul Ilm, dass diese Gruppe, diese Ta'ifa, die im Hadith erwähnt wird, das sind die Ahlul Ilm, die Gelehrten und die Wissenden, die Leute des Wissens.